ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist das Thema Kinderwunsch. Bei Instagram, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Kommen immer wieder unendlich viele Fragen zum Thema Kinderwunsch. Und damit ich ab sofort auf dieses Video hinausweisen kann, oh mein Deutsch! Ah! Damit ich ab sofort auf dieses Video verweisen kann, habe ich gedacht, ich schmeiße jetzt mal alle Fragen, die so immer wieder kommen, in dieses Video rein. Und kennt ihr das, wenn die Haare frisch gewaschen sind und die nicht so richtig liegen wollen? Genau, deswegen schmeiße ich jetzt alle Fragen mal rein. Ich habe bei Instagram die Fragerunde eröffnet und habe ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen zum Thema. Und ich möchte jetzt ein paar davon beantworten. Und zwar zum Thema Kinderwunsch. Also die Frieda wird ja jetzt bald 5. Und wir haben ganz am Anfang ja immer gesagt, wir möchten kein zweites Kind. Frieda wird Einzelkind. Und des Öfteren kam jetzt die Frage, wie kam es jetzt dazu, dass ihr doch ein zweites Kind wollt? Und hast du trotzdem, dass du jetzt die Entscheidung getroffen hast, immer wieder Momente, wo du daran zweifelst? Ja, die Momente haben wir natürlich. Jeden Monat, wo es nicht klappt, denke ich mir so, ja, okay, ist zwar schade, aber vielleicht soll es einfach so sein. Vielleicht brauchen wir einfach noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Wir haben natürlich immer wieder die Ängste, aber wir glauben, dass ein zweites Kind uns als Familie irgendwie komplett macht. Also das sagen ja eigentlich alle. Aber ich glaube, es ist für die Frieda eine ganz tolle Erfahrung, ein Geschwisterchen zu bekommen. Es ist für uns eine tolle Erfahrung, noch ein zweites Kind zu bekommen. Also wenn es so sein sollte, dann ist es so. Wenn es nicht so ist, dann ist es total schade. Also das sage ich jetzt, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie es vielleicht in einem Jahr aussieht. Aber dann ist es auch okay. Wir sind schon ziemlich glücklich, so ist es nicht. Aber ich glaube, dass jetzt gerade die Zeit wirklich schön ist, das Alter für Frieda perfekt ist. Und sie spricht auch immer davon, wo wir auch bei einer anderen Frage wären. Sie wünscht sich so, so sehr ein Geschwisterchen und sie wünscht sich ein Mädchen. Warum nur? Und ja, ich glaube, es ist einfach für uns einfach eine schöne, schöne Sache. Und warum ich damals eigentlich kein zweites Kind wollte oder nie wollte, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ich hatte Angst, dass ich der Verantwortung nicht gerecht werden kann. Ich bin viel alleine so mit Frieda. Markus ist beruflich sehr viel unterwegs und ich konnte mir nie vorstellen, das alleine nochmal zu stemmen mit zwei Kindern. Jetzt ist Frieda mittlerweile aber in dem Alter, dass sie sich wirklich sehr gut selbst beschäftigen kann, dass sie bei Freunden ist, dass wir Freunde hier haben und dass das wirklich richtig gut klappt, dass ich mich gut mit ihr unterhalten kann, dass ich mit ihr eigentlich über viele Sachen sprechen kann und dass sie diese Sachen auch versteht. Und deswegen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir es ja nochmal versuchen können. Wo wir auch bei einer anderen Frage sind, wie lange versuchen wir schon schwanger zu werden? Wir sind ja im Februar aus Thailand wiedergekommen und habe ab Februar auch damit angefangen zu üben. Sagt man das so? Voll intim eigentlich, ne? Aber es ist ja eine natürliche Sache. Wir machen es ja meistens alle. ja, ich wollte definitiv nicht in Thailand schwanger werden. Das stand für mich fest, weil da das Zika-Virus kursiert, fleucht und kreucht, keine Ahnung, und uns auch der Arzt davon abgeraten hat. Deswegen haben wir danach dann angefangen und ich weiß nicht, wer mich schon von früher kennt. Ich habe ja früher Schwangerschaftsupdates gedreht und da hatte ich auch mal erklärt oder erzählt über unsere Kinderwunschzeit damals mit Frieda. Da war es ja so, dass ich mit Frieda 2 Jahre versucht habe, schwanger zu werden. Oder wir versucht haben, schwanger zu werden. Zwischendurch war eine Fehlgeburt. Und irgendwann haben wir mal festgestellt, dass mein TSH-Wert, sprich der Wert von der Schilddrüse, nicht so optimal war. Also jetzt nicht mega, mega hoch, also keine dolle Unterfunktion. Aber jetzt nicht optimal, um schwanger zu werden. Weil der Schilddrüsenwert sollte ungefähr bei 0 liegen, sagt man so, Volksmund, um schwanger zu werden. Jetzt habe ich quasi im Juni habe ich meine Schilddrüse mal kontrollieren lassen. Da gibt man einfach die Blutwerte ab. Also das habe ich ganz normal beim Hausarzt machen lassen. Und da wurde festgestellt, also er meinte eigentlich gleich, ja, der, nee, ist alles im grünen Bereich. Also wir hatten telefoniert, nee, alles im grünen Bereich und so. Und ich so, wo lag denn der Wert?
ja, bei 3,5. Und ich so, ja, okay, ich weiß, das ist jetzt kein mega hoher Wert, aber wir haben halt Kinderwunsch. Und er sagte, ach so, ja, gar kein Problem, dann komm vorbei, dann gebe ich dir L-Tyroxin. Wir fangen jetzt erstmal mit einer ganz geringen Dosis an, also mit den 25er habe ich, hier, da liegen sie, L-Tyroxin 25. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze einpendelt und dann kommst du einfach nochmal wieder. Und der Wiederkommtermin ist jetzt ein bisschen spät gewesen, der ist nächste Woche. Da wird dann quasi nochmal Blut abgenommen und ich muss einfach mal um 7.35 Uhr da sein, ja? Das ist übelst früh. Und dann wird nochmal Blut abgenommen und dann wird nochmal geschaut, ob sich das gut eingespielt hat und ob gegebenenfalls die Dosis erhöht wird. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen eine kleine Veränderung gemerkt. Vom Körper her habe ich mehr Antrieb auf jeden Fall. Ich war eine Zeit lang sehr antriebslos und war sehr lustlos und bin nicht so richtig aus dem Pott gekommen und so. Und das habe ich schon gemerkt, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber es ist jetzt nicht die Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich hier himmelhoch jauchzend durch die Gegend hüpfe. Also das ist es nicht. Eine andere Frage war auch, ob wir irgendwelche unterstützenden Sachen machen. So. Außer das L-Tyroxin und Folsäure nehme ich schon, machen wir gar nichts. Weil ich bin noch nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt unbedingt unterstützend einwirken. Ich schaue mal, welche Frage noch sehr beliebt war bei euch. Oh, eine ganz beliebte Frage ist noch, wenn wir jetzt schwanger werden würden, müssten wir umziehen oder nicht? Oder wäre die Zimmeraufteilung in Ordnung und sowas? Also, ich weiß noch, beim ersten Kind war ich super euphorisch und brauchte unbedingt ein Kinderzimmer und musste mir unbedingt alles neu einrichten und so. Und jetzt denke ich mir aber, aus der Erfahrung heraus, weiß ich eigentlich oder wissen wir eigentlich, dass dieses Kinderzimmer eigentlich erst so ab 2 bis 3 Jahren wirklich effektiv genutzt wird. Vorher war es halt irgendwie einfach nur immer, also bei der Frieda, so ein Raum, wo Mama sich mal ausleben konnte. Was auch super viel Spaß gemacht hat. Ne? Also ich verstehe alle Frauen, die in der Schwangerschaft ein Kinderzimmer einrichten wollen. Ich verstehe das, ich war genauso. Aber jetzt sage ich mir halt, zwingend notwendig ist es nicht. Wir sind in unserer Wohnung super glücklich. Wir haben 4 Zimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro und Wohnzimmer. Und würden wir jetzt schwanger werden, würden wir jetzt keine neue Wohnung suchen, weil, also in den nächsten 2, 3 Jahren würden wir es nicht machen. Ich denke, hier im Schlafzimmer ist Platz, eine Wickelecke aufzubauen mit den Klamotten. Zur Not könnte man theoretisch auch nochmal das Büro räumen, was jetzt nicht so super geil wäre, weil Markus hat echt viel Krempel und das Ganze dann immer irgendwo anders hinschaffen, gerade wenn er irgendwie einen Job hat oder so, ist halt, wäre halt ein bisschen umständlich, aber es wäre möglich. Aber wir sprechen jetzt immer öfters darüber, also nicht, dass wir jetzt irgendwas konkret planen, aber es ist jetzt schon mehr Thema als die letzten 5 Jahre, ob wir vielleicht ein Haus bauen wollen, ob wir ein Haus kaufen wollen, ob das überhaupt was für uns ist. Also das ist gerade so immer mal wieder Thema. Also wir haben jetzt nichts Konkretes irgendwie im Auge oder gucken uns Grundstücke an oder so, überhaupt nicht, aber es ist immer mehr Thema und ich glaube, wenn es irgendwann soweit sein sollte, wäre das wahrscheinlich die Option, dass wir, wenn dann die nutzen, den Moment nutzen würden und schauen würden, ob wir bauen oder kaufen. Keine Ahnung. Eine Frage war auch, ob ich nicht meine gewonnenen Freiheiten, die ich jetzt mit meinem fast 5-jährigen Kind habe, vermissen würde. Also ich habe mir gesagt, falls ich wieder schwanger werden sollte, dass ich mir Zeit für mich nehmen möchte, ganz bewusst. Das habe ich in der Schwangerschaft mit Frieda natürlich auch gehabt. Ich hatte ja niemanden, um den ich mich kümmern musste. Aber ich habe gemerkt, als die Frieda frisch da war, dass ich mir keine Auszeiten für mich genommen habe. Und das hat mir wirklich gefehlt. Also das kann ich jetzt nachträglich darüber reden. In dem Moment habe ich es nicht so empfunden. Aber ich habe gemerkt, dass es mir gefehlt hat. Deswegen ist das definitiv eine Sache, wo ich ganz bewusst Freunde, Bekannte, Familie, meinen Partner um Hilfe bitten würde, wenn es soweit wäre. Deswegen, natürlich kann man nicht mehr alles so leben, wie es jetzt ist. Also ich führe echt ein tolles Leben, habe viele Freiheiten, viel Freizeit und kann viel machen, was ich möchte. Und kann auch viele Sachen mit Frieda gemeinsam machen, eben weil sie schon so groß ist. Also auch das Thema Reiten. Wir gehen halt gerne reiten. Da muss man sich halt einfach dann ein bisschen besser organisieren. Aber ich bin da offen gegenüber, weil ich einfach auch weiß, durch die Frieda, dass es halt ja auch nicht für immer ist. Natürlich weiß ich auch, dass es mit 2 Kindern nochmal eine andere Hausnummer wird. Auch die Zeit als Paar wird natürlich noch knapper werden, weil es sind einfach mal 2 Kinder, die man dann bei Oma und Opa unterbringen müsste, wenn irgendwas ist. Aber
keine Ahnung, ich kann mich da jetzt noch nicht so zu 100% reinfühlen, weil es ja eben noch nicht so ist. Und ich glaube, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und man hat ja auch die ganze Schwangerschaft Zeit, sich darauf irgendwie vorzubereiten. Ja, deswegen kann ich das nicht so genau beantworten. Dürfte Frieda den Namen bestimmen fürs Baby? Nein! Definitiv nein. Also sie darf gerne ihre Ideen sagen, aber ich glaube, wenn ich die Frieda irgendwann mal entscheiden lassen würde, dann würde, glaube ich, entweder eine zweite Frieda dabei rauskommen oder das Kind würde so heißen wie ihre besten Freundinnen. Also deswegen auf gar keinen Fall darf sie damit entscheiden. Und eine andere Frage war auch noch, was sie sich wünscht. Sie wünscht sich natürlich ein Mädchen, weil, ja, ich glaube, es ist immer so, man wünscht sich immer das gleiche Geschlecht, oder? Also ich weiß es nicht. Wie steht deine Familie dazu, ob ihr, dass ihr ein zweites Kind möchtet? Also ich glaube, meine ganze Familie weiß eigentlich, dass wir am zweiten Kind basteln. Und ich würde jetzt mal so behaupten, dass es für alle in Ordnung ist. Also grundsätzlich unterstützen uns natürlich unsere Familien in unseren Entscheidungen. Das ist ganz klar. Aber jeder hat ja so seine eigene Meinung. Aber ich glaube, so grundsätzlich würde ich sagen, alle würden sich freuen. Glaube ich. Also meine Schwiegermutter würde sich auf jeden Fall sehr freuen. Die sagt das nämlich richtig oft, dass Frieda ein Geschwisterchen braucht. Und meine Familie würde sich, glaube ich, auch freuen, ja. Eine Frage, die ich auch, glaube ich, schon mal beantwortet habe, war, hast du Angst, dass du beide Kinder nicht gleich lieben könntest? Hast du Angst, dass du beide Kinder nicht gleich lieben könntest? So. Ja, diese Angst ist natürlich da. Und wenn ich die Frieda manchmal so anschaue und in meinem Kopf so ein bisschen das rattert, dann laufen auch so ein oder zwei Tränchen, weil ich dann Angst habe, dass ich diese Bindung, die ich zu ihr habe, und da bin ich schon wieder ganz emotional, dass die Bindung, die wir zueinander haben, dass sie vielleicht kaputt gehen könnte. Aber ich sehe das dann positiv und denke mir, dass wir alle an einem zweiten Kind wachsen würden und dass es ihr ja auch total gut tun würde. Und ich hoffe einfach, wenn es soweit ist, dass diese Bindung, die Frieda und ich haben, einfach bleibt. Oh, ich wollte gar nicht machen. Aber ja, das ist ein sehr großes Thema. Und das hatte ich schon mal in einem Video, da war ich auch sehr emotional, weil diese Gedanken, gerade das Thema Liebe und Zuneigung, dass ich ihr vielleicht dann nicht mehr gerecht werden kann und sie vielleicht traurig ist oder so. Das beschäftigt mich natürlich sehr. Ich meine, Frieda ist jetzt fast 5. Das ist ja quasi, wenn jetzt ein Geschwisterchen kommen würde, sie wäre trotzdem, sie war halt Einzelkind schon immer. Und natürlich habe ich Angst, ich habe nicht Angst, dass ich das zweite Kind nicht lieben würde, sondern ich hätte eigentlich nur Angst, dass diese Bindung zu meiner Frieda halt irgendwie drunter leidet. Und das kann mir keiner sagen, ob das so bleibt oder nicht. Ich weiß nur, dass ganz viele immer sagen, dass die Liebe sich verdoppelt fürs zweite Kind. Aber oh, ich bin so emotional, es tut mir leid. Oh. Ich habe gehört, dass das total normal ist, diese Angst. Und dass das nicht bestätigt wird. Das ist so. Das haben mir ganz viele gesagt. Ganz viele haben gesagt, dass das nicht kaputt geht. Und dass wir, werde ich auf jeden Fall kämpfen, dass dieses alles so, dass ich mit Frieda habe, dass das gleich bleibt. Und dass ich, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass ich mir die Zeit mit ihr auf jeden Fall nehmen werde. Ich glaube, das Video ist jetzt ganz schön lang schon. Also nicht super lang, aber ich glaube, ich habe die wichtigsten Fragen beantwortet. Und mich würde es tierisch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich auf der Kinderwunschreise unterstützen wollt. Und vielleicht habt ihr auch noch Gedanken, die ihr denn mitteilen wollt. Dann könnt ihr gerne unten in den Kommentaren mit mir jetzt ein bisschen schreiben zum Thema zweiten Kindes. Zweiten Kindes, sagt man das so? Mein Deutsch, ihr wisst ja, ich bin einfach nicht die Melli, die hier super auf Grammatik und Rechtschreibung abfährt. Ich danke euch trotzdem, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wir sehen uns ganz bald wieder. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann geht doch einmal da oben auf dieses Video oder auf dieses Video. Da könnt ihr mich noch mal ein bisschen beobachten und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn abonnieren ist kostenlos.